So, Freunde, da sind wir zurück zu Total War Warhammer, die Bretonen. Ja, und wir fangen gleich erstmal mit einer Schlacht an, die wir selbst schlagen. Irgendwie ist uns am Ende der letzten Folge noch ein Trebuchet irgendwie abhanden gekommen. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Vielleicht, wo wir am Ende nochmal den Heerführer automatisch geschlagen haben. Keine Ahnung. Na toll. Egal. So, jetzt können wir mal die Armee mal testen auf offenem Feld. Und der Gegner ist natürlich nicht ganz so stark, hat nicht ganz so viele Einheiten und... Weiß nicht, das sind, glaube ich, normale Orte. Ich glaube nicht, dass die besonders gut gegen unsere Leute sind. Hügeliges Land. Die haben einfach nur Infanterie, ne? Ohne Ende. Ich gucke mir die ganz kurz mal an. Können wir da einfach reinraten? Ich glaube, da können wir einfach Schwertinfanterie, Freunde. Da gehen wir einfach rein. So. Dann würde ich sagen, kurze Aufstellung. Die Jungs in der Mitte. Die Bodenschützen dahinter. Ja, die werden die Hauptarmee hoffentlich lange genug aufhalten. Den Gralsreiter machen wir ja auch irgendwo rein. Oh, die Gralsreiter sind ja ein paar mehr. Und den Paladin. So, dann haben wir auch einen Heerführer hier. So, Trebuchet, logischerweise dahinter. Die können dann auch die ganze Zeit draufballern. Das ist auch vollkommen egal. Schön, wenn wir zwei gehabt hätten, aber was soll's. So, dann die Questritter. Machen wir schön außen hin. Mit die Questritter, mit unserem grünen Ritter. Und die Ritter des Königs. Andere Seite. Kommen wir da locker rüber, ja, ne? Übers Wasser. Da gehen wir auf die andere Flanke, logischerweise. Kavallerie gehört eigentlich immer auf die Flanke, Freunde. Mit dem Pegasus. Zusammen können wir uns nach hinten stellen, weil der dauert ja immer ein bisschen, bis der da ist. Achso, da haben wir auch die Pegasus-Reiter. Die, glaube ich, da werden wir mal. Die werden wir mal so ein bisschen aus dem Kampf rauslassen. Weil die ja ziemlich angeschlagen sind. So, und dann würde ich sagen, unsere Nummer 1 rennt voran. Unsere Nummer 2 rennt in dem Sinne auch voran. Und wir bleiben hier erstmal stehen. Ne, wir brauchen ja erstmal nichts machen. Wir bleiben hier erstmal stehen, schießen mit einem Katapult drauf. Wir gucken mal, was sie so treffen. Kommt hier auch mal ein Schuss? Ja, immer drauf da. Na komm, trefft was. Ja, noch ein bisschen Schaden machen sie. Vor allem würfeln sie mal die Reihen so ein bisschen durcheinander. Das ist doch mal was. So, ihr rennt da rein. Die zwei rennt da rein. Beziehungsweise ihr rennt da rein. Die machen wir so nass. Also richtig gefallen mir die Tribu hier jetzt nicht, aber was soll's. So, und ihr rennt dadurch. Ihr müsst nichts weiter machen als da durchrennen. Und die zwei, die rennt jetzt hier rein, Freunde. Aber mal so richtig. Ne, so richtig. So, der Rest von uns rückt voran. Zack, einmal rein hier, bitte. So, Questing Knights, die halten gar nicht so viel aus, wie ich mal denke. So, rennt doch mal bitte durch, ihr seid Kavallerie-Mensch. Einfach mal durchrennen. So, die muss weg. Die rennen den hinterher. Ja, auf manche Kavallerieeinheiten muss man echt so ein bisschen Acht geben. Und sterben die relativ schnell weg. Guck mal, also die bestimmte Kavallerieeinheiten von uns da haben schon, hier, seht ihr nämlich gerade, die haben schon ein bisschen Probleme. Diese ist auch eine Kampfformation. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Einfach nur der Wahnsinn. So, Bodenschützen mal volle Kanne auf alles, was sich da bewegt. So, unser Pegasus-Reiter macht Dinas. Die Bodenschützen, die Kavallerie fängt jetzt mal hinten die ganzen Truppen ab. So, unser grüner Reiter braucht auch mal kurz eine kleine Pause.
Aber dafür haben wir ja noch die weiteren Kavallerieeinheiten. Die machen die ja auch alle noch nass. So, die rennen da rein. Ah! Okay, wenigstens der Sieg, Freunde. Wir beenden mal schnell, weil ich glaube, wir hätten vielleicht sogar noch ein Bataillon verloren. Das war nämlich hier bei den Questing relativ knapp. Der grüne Ritter übrigens, auch Level 30, ne, hat auch ein bisschen Probleme gehabt. Und wieder waren es die Gralreiter, ne, die 122 Leute platt gemacht haben. Also, daran sieht man eigentlich schon, die Jungs haben was drauf. Ja, na klar können die sich jetzt nochmal erholen. Ja, wir haben wirklich, huiuiuiui. Ein bisschen aufpassen. Wir laufen natürlich mal ein paar Meter hinterher. Und die Orts erholen sich halt nicht und kriegen sogar noch Verschleiß, während wir kein Bataillon verloren haben und uns noch regenerieren. Kann natürlich sein, dass die nächste Runde angreifen, dann ist es halt so. Der Paladin ist Stufe 11 geworden. Das ist doch schon mal gut. Dem können wir mal ein bisschen mehr Trefferpunkte nochmal geben, Freunde. So, ansonsten Minas Tirith. Genau, wollen wir eigentlich noch den Grundbesitz bauen. Mit ihr laufen wir nochmal einmal nach hier. Nächste Runde geht es nämlich darum, dass wir in Tiefwasser nochmal die verstärkten Mauern bauen können. Aber 25% weniger dafür ausgeben möchten. Logischerweise. So, ich glaube, das war's erstmal. Also die Orts konnten wir jetzt nicht ganz platt machen. Und da kommt schon der erste Chaos-Hate. Und das ist natürlich übelst nervig. Der wird uns übelst platt machen. Mit Carcassonne wollen wir ein Schutzbündnis. Erstmal nicht, meine Gute. Erstmal nicht. Wir sind drauf und dran, in der Sache dann weiter voranzugehen. Dass die jetzt durch unser Land durchlaufen, ist jetzt nicht unbedingt riesenproblematisch. Ja, wir laufen mal in die Stadt zurück. Da heilen wir uns nämlich ein bisschen schneller. Außerdem wollen wir noch einen Tribuchier nachbauen. So, mit ihr können wir das Ding mal anwerfen. Damit müssten die Mauern jetzt, ja, nur noch 5000 oder sowas kosten. Das ist ja schon mal was. Unser Eomer, der macht das schon. Unser alter Verwalter hier. Alter Verwalter. Der kriegt das schon gebacken. Ja, eigentlich müssten wir... Das ist halt eigentlich die Sache, ne? Eigentlich müssten wir mal so einen Attentäter ausbauen, aber ich meine, die Florenz, die wird das halt nie, eigentlich würde die wird das nie machen. Auf was gehen wir denn da gerade eigentlich? Wir haben eigentlich nur Adept gemacht. Eigentlich ist okay, wir können auf Sepp gehen, dann ist ein besserer Attentäter und dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie mit ihr hinkriegen. An sich. Kontrolle, Selbstverteidigung sicherlich auch nicht schlecht. Ja. Also unsere Florenz wird sozusagen in unserem eigenen Territorium versuchen, quasi die Leute hier Platz zu machen, diese ganzen Chaos-Typen, die halt ankommen werden und uns versuchen werden, unsere Heerführer zu stehlen. Und Mauern kaputt zu machen und so. Das ist immer relativ nervig. Ja, seht schon. Wenn wir in Städten sind, ist das nicht so schlimm mit unseren Armeen, ne? Weil da haben wir meistens ja, da muss man die Mauer halt hochziehen. Und wenn die Mauer relativ weit oben ist, wollen die gerade belagern? Das ist ja ernst. Belagern wirklich, Freunde. Jetzt ist Eomer schon wieder pervers geworden, Freunde. Das ist Wahnsinn, ne? Nur weil der halt immer ein bisschen rumsteht. Der Dünerrenner reißt ab. Wie? Der reißt ab. Da er sein Versprechen an die Bretonen erfüllt hat, lebt der grüne Ritter wieder wie einst nur in unseren Erinnerungen. Ist das wirklich der Fall? Ist er dann weg? Ist doch nicht so schön. Führerschaft plus 20, 10 Runden lang. Dafür ist der Wachstum überall kaputt. Haben wir jetzt wirklich keinen grünen Ritter mehr? Ist ja kacke. Ich dachte, der bleibt ewig. Na gut, wir können ihn in 5... Ach so, nee, wir müssen dann 400 Ritterlichkeit haben, dann können wir ihn wieder einsetzen. Wir können ihn immer mal wieder einsetzen, Freunde. Okay, das ist natürlich nicht so toll. So, nur mal so, wir hätten jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 32%, ein positives Ereignis zu haben, was natürlich total lächerlich ist, Freunde. Weil nur um 6%, um den Gegner wirklich platt zu machen. Das bringt natürlich einen Scheiß. So, dann gehen wir mal Richtung Marienburg, da wollen wir eh das nächste Mal was aufbauen. Und mit Belagern kommen die hier, können die mich mal kreuzweise. Zack, weg mit euch. So, damit haben wir die Schädelquetscher platt gemacht. Das ist doch mal die gute Nachricht. So, als nächstes, oh, haben wir unseren Leon auf Stufe 15. Ja, entweder holen wir jetzt noch ein neues Reittier oder aber wir gehen, ich glaube, wir gehen mal aufs Löwenschild. Ach, siehst du mal, ich glaube, wir haben hier geliebter Sohn und so gar nicht eingesetzt. Die müssen mal die Fähigkeiten mit dem Typen noch weiter einsetzen.
So, was bauen wir? Eigentlich würde ich ja super gerne die Gralsritter weiterbauen, aber ich glaube, die können wir gar nicht bauen, ne? Also erstmal rekrutieren wir auf jeden Fall mindestens ein Trebuchet. Ist die Frage, ob wir noch ein zweites rekrutieren. Das wäre halt wieder eine Bauerneinheit, ne? Wir haben jetzt im Moment 8, da würden wir 10 Einheiten, 10 Bauerneinheiten, das wäre ein bisschen zu viel, Freunde. Wir könnten in der Hinsicht, was ist das denn? Eine Drahtsrelikte. Raserei, magische Aura, Unterstützungsinfanterie, was ist, ach so. Aber das ist auch wieder ein Bauer, Freunde. Nee, Bauern will ich nicht bauen. Das wäre übrigens der Gralsritter, den wir bauen könnten. Wir könnten 4 Runden lang Gralsritter bauen. Dann haben wir 2, die sind ja unglaublich stark, Freunde. Also haben wir ja mitbekommen. Oder wir bauen noch einen Pegasus. Die Pegasus waren auch ganz gut. Ein Gralsritter. Ich würde immer gerne irgendwie einen Gralsritter drin haben lassen. Oh, wir brauchen aber 6 Runden dafür. Das ist ja ein bisschen... Das ist ein bisschen fett, Freunde. Also 6 Runden habe ich jetzt eigentlich eher nicht so Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen, Freunde. 6 Runden, vor allem kostet der unglaublich viel. Wir machen mal erstmal nur das Trebuchet. Ich glaube, wenn wir im Marienburg dann stehen, dann können wir immer noch global rekrutieren, wenn wir das möchten. Oder wir rekrutieren bei Eomer halt den Typen und tauschen mal ganz kurz aus. Ich glaube, so können wir es... Ups. Ich glaube, so können wir es eher machen. Genau, dann rekrutieren wir mal... Was haben wir denn da? Ich glaube, wir haben einen Königspegasus. Ist ja von der Idee, auch der bessere, aber... Achso, nee, obwohl... Nö, dann bauen wir mal den anderen, würde ich sagen, oder, Freunde? Wir bauen mal den anderen und würden den dann quasi, der Armee dann, wenn die dann im Marienburg ist, würden wir sie dann quasi übergeben. Vom Geld her sollte das eigentlich auch ganz gut stimmen. Was bauen müssen wir eigentlich nicht. Forschung ist nächste Runde erst fertig. Geht's weiter, würde ich sagen. Ja, ist klar, ist der natürlich jetzt versucht, wieder Florence Platz zu machen. Oder wo will der hin? Ja, vielleicht hat er Florence auch verfehlt, Freunde. Auch nicht schlecht. Vielleicht will der auch einfach nur bei uns durch und will vielleicht oben hin oder so. Keine Ahnung. Wasserpumpen sind auf jeden Fall fertig. Das heißt, wir können jetzt, jede Region hat jetzt eine zusätzliche Bauernheit für uns bereitgestellt. Das ist ja schon mal was. Und wir kriegen noch ein bisschen mehr Geld. So, und jetzt geht es darum, was ist denn die nächste Stadt hier unten eigentlich? Das sind Bastogne. So, das heißt, wir gehen jetzt Richtung Bastogne. So, dass wir dann versuchen, in 5 Runden Bastogne quasi für uns einzunehmen. Das wäre wieder eine ganze Provinz mehr. Das wäre natürlich was. Wie sieht es denn eigentlich mit Bastogne aus? Mit denen haben wir ja fast alles, ne? Wir können militärischen Zugang noch machen. Haben sie abgelehnt, okay. Was haben wir sonst mit denen? Ich glaube, Jungs, wir machen das dann. Wir machen das in 5 Runden, dann haben wir 100 mehr an... Diplomatiestatus mit denen. Das funktioniert dann schon. Weil ich würde gerne halt irgendwie, also eine gute, volle Armee auf jeden Fall haben und ich würde gerne Eomer irgendwie wenigstens so ausrüsten, dass der wenigstens eine, so eine 10 oder 15 Mann Armee oder sowas hat. Jetzt will Bastogne ein Schützbündnis, wenn ich zahle. Ne, machen wir gleich. In 4 Runden. Mein Guter. Musilon, was machen die? Nicht Angriffspakt. Nee, Mädels, ihr seid dran. Als nächstes. Wenn ich da ehrlich bin. Ihr seid eigentlich als nächstes dann dran. So, nächste Runde können wir Marienburg einnehmen, das ist super. Genau, und dann können wir halt den Typen austauschen. Perfekt. So, auch von der Forschung her wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir dann Carcassonne entwickeln würden, damit wir dann die Vereinigung von Bretonia machen können. Dass wir mit den Zwergenreichen vielleicht auch noch ein bisschen besser Handel treiben können und vor allen Dingen aber mit dem Imperium dann halt auch keinen Konflikt kriegen. Ne, weil ich will mich unbedingt, also das will ich unbedingt vermeiden, dass wir uns mit einem Imperium irgendwie kloppen. Weil das Imperium brauchen wir. Wir brauchen ein starkes Imperium. Einfach in der Hinsicht, dass die halt quasi dafür da sind. Ja, lauf mal ein bisschen voran, Mädel. Dass die halt quasi dafür da sind, die Chaos-Truppen von uns fernzuhalten. Das ist eigentlich der ganze Plan beim Imperium für mich. Mehr soll die eigentlich gar nicht machen. Und ein Handelspartner logischerweise sein. Ja, im Imperium ist ja so ein bisschen das Problem, dass sie sich ja im Laufe des Spiels immer weiter eigentlich ausdehnen. Ja, vielleicht verlieren sie auch mal ein paar Gebiete und so, aber eigentlich kumulativ gesehen, also jetzt auf nicht kumulativ, aber generell so auf längere Frist gesehen, also so in Zeitspannen von 100 Runden oder von 50 Runden, werden die halt immer stärker.
Da muss man halt irgendwie gucken, dass man entweder die platt macht oder man verbündet sich mit denen. So, kolonisieren bitte. Dafür gibt's nichts, okay. Interessant. So, können wir jetzt... Ach nee, wir wollen ja nicht global rekrutieren. Wir können ihn mal nehmen. Und können ihn mal dem Ritter nämlich übergeben. Hippogreif, das sind nur 8 Leute, Freunde, ne? So, der Typ kann dann auch wieder zurück. Nächste Runde. Du hast das schon gemacht, perfekt. So, Marienburg. Na, bauen wir erstmal zum Weiler um. Ist auch eine Hafenstadt, Freunde. Was bringt uns der Hafen eigentlich? Oh, richtig ordentlich Einkommen. Aber so richtig ordentlich Einkommen. Und, lieber nicht mal 13.000, Freunde, Marienburger Großhafen. Und zusätzlich handelbare Ressource produzieren 10% weltweit. Das ist natürlich super. So, Marienburg wird ja umbenannt, habe ich ja schon gesagt, in Helms... Wie in Helm? Helms Klamm. Jetzt habe ich schon wieder Bock auf Herr der Ringe, Mann. Eieiei. So. Das wird übrigens hier dauern, bis die wieder volle Kanne da sind. Unser Hauptheld ist schon Stufe 15, Freunde. Das ist doch nicht so schlecht. Wenn man mal ehrlich ist. 15 ist nun wirklich gar nicht so schlecht. So. Achso, jetzt haben wir auch eine direkte Grenze übrigens auch zum Imperium. Aber wir hatten, glaube ich, sowieso schon Handel mit denen getrieben über unsere Wasserwege. Also was der Chaosritter da macht, weiß ich nicht genau. Der Rothirnstamm wurde jetzt auch irgendwann mal vernichtet. Ist doch was, Freunde, ist doch was. So, Hafen können wir bauen. Ja, hier ist das Problem, dass der Bevölkerungsüberschuss halt irgendwie, dass es ein bisschen dauert. Leider. Genau, du gehst mal wieder rein, damit du halt wieder ein paar Erfahrungspunkte dazu gewinnst. Können wir mal überlegen, 900, ja, sind das, können wir uns ja mal merken und mal nächste Runde checken, wie viel der nächste Runde bekommt. Ja, und ich muss ehrlich sagen, wir können jetzt erstmal nicht viel machen, in 2 Runden können wir halt was machen. Gucken wir mal, also 900 Erfahrungspunkte hat er gehabt, 1200 Braucher, um aufzusteigen. Gucken wir mal. Ja, 100. 100 kriegt er, wenn er in der Stadt steht. Das ist ja schon mal was. So. Macht sie nicht schon einen auf, dass es weniger kostet? Sie macht das schon einen auf, oder? Ich glaube schon, Freunde, weil... Ja, normal würden doch die Ortschaften hier nicht so... 7000 kostet hier die höchste. Was ist das eigentlich? Kontrolle, Wachstum 100. Nicht schlecht. Obwohl du es dann auch nicht mehr brauchst, ne? Ja, und wie gesagt, Gosse würde ich jetzt ungern angreifen. Wenn es mal irgendwann brach liegt, dann nimm wir es vielleicht mal ein. Aber eigentlich will ich das ungern angreifen. Hier sind dann auch irgendwo übrigens auch die Vampire in der Nähe. Und hier übrigens, hier startet das Imperium mit Altdorf, glaube ich. Altdorf, ich glaube Altdorf war die Hauptstadt. Da startet das Imperium. So, nächste Runde, wie gesagt, versuchen wir mal die Bastille einzunehmen oder Bastogne einzunehmen. Was haben wir denn dann für einen Namen? Ich weiß schon einen. Ah, siehst du? Ne, wo wir gerade dabei sind, Freunde. Da kommen sie, aber die führen wir auch Krieg, deswegen müssen wir jetzt sowieso ein bisschen gucken. Feindliche Heldenaktivität, dein Sohn erfolgreich. Was hat denn der gemacht? Mit uns schon wieder hier. Rebellische Bauern, was ist denn los? 15 Runden lang minus 8 Kontrolle. Boah, Alter. Muss das sein, Freunde? Das tut doch nicht Not, Freunde. Was ist denn da los? Minus 4 machen wir dadurch hier. In Minas Tiefwasser, in Minas Tirith machen wir minus 3. Die Chaos-Korruption nimmt natürlich jetzt zu, ne? Ihr seht es jetzt hier oben, das Chaos erhebt sich. Chaos-Korruption plus 1. Also ist eigentlich relativ ungünstig. Allerdings haben wir hier diesen Gral drin, ne? Von daher alles gut. So, dann, wir gehen weiter auf Carcassonne, weil wir einfach diese Vereinigung von Bretonia erreichen wollen. Und was ist das für ein Stamm? Das sind die Norskar. Und die Norskar-Freunde, das, ach du Scheiße, Alter. Die haben auf jeden Fall kranke Einheiten. Ich meine, wir haben jetzt auch keine schlechten, ne? Aber wir haben halt, wir können uns in Helms Klamm halt nicht wirklich verteidigen. So, plus, wenn es fertig ist, plus 40 Wachstum. Das ist doch mal was. Eieieiei, Freunde. So, jetzt geht's darum. Bastogne. Konföderation. Bams, Freunde. Haben wir sie. So, allerdings ist jetzt die Sache,
Ach, jetzt müssen wir sie eigentlich wieder von A nach B schicken. Nächste Runde sollte es dann klappen, auf jeden Fall. Ja. Was hast du hier für eine tolle Armee drin? Und was, wie sieht denn dein... Hallo? Wie sieht denn dein Heerführer aus? Stufe 8! Das ist mal interessant. So, jetzt kannst du mal alles... Der hatte so dann... Nee, der hat nur ein Feldtriebe hier. Das kannst du mal komplett auflösen, mein Looter. Du kannst auch mal weg. Tschüss. Dich brauchen wir nämlich dann nicht. So, jetzt sind wir bei Baston. Also, erstmal können wir die umbenennen, Freunde. Das wird Silbrigmond sein. Auch eine Stadt. Aus dem Drittstoonen-Universum. Da, wo die Lady Alustria herkommt. Also eine Menschenstadt quasi. So, gehen wir erstmal auf Silbrigmond. Da haben wir ein Wasserrad, Grundbesitz und eine Eisenschmelze. Ich glaube, an sich eine ganz gute Sache, wenn wir hier immer eine Mauer drin haben. Wir haben immer bei Bretonia in der Ortschaft, also in der Hauptgebäude der Siedlung, immer eine Mauer. Das ist Wahnsinn. Damit sparst du dir immer ein Gebäude. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich super hier, ne? Die Eisenschmelze. Jetzt seht ihr auch, dass wir mal ein bisschen was plus machen, dass wir jetzt sogar versuchen könnten, eine neue Armee aufzubauen. Nächste Runde ist er dann übrigens auch Stufe 5, der junge Mann. Wie viele Erfahrungspunkte bräuchte eigentlich unser Hauptheld? Das sind schon 2120, ne? Also das ist dann schon ein bisschen was. So, achso, können wir jetzt irgendwelche neuen Handelsverträge machen? Paravon zum Beispiel. So, nicht Angriffspakt. Und so ein Handelsabkommen, da geht doch in die richtige Richtung. Wen würden wir jetzt gerade forschen? Carcassonne würden wir gerade forschen. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ist das sinnvoll? Carcassonne, die sind eigentlich woanders. Eigentlich ist das unsinnig. Ich könnte mir fast vorstellen, weil die mit uns halt schon so gut drauf sind, Bordeaux lieber zu forschen. Ich weiß halt nicht, ob die... was macht ein Bordeaux hier eigentlich? Wen haben die in Krieg? Die führen den Museum Krieg und den die Waldelfen. Na du, dann können wir sie auch erstmal ein bisschen lassen. Und haben einen militärischen Verbündeten Paravon. Okay. Deswegen wird es wahrscheinlich schwer, Paravon einzunehmen. Carcassonne wäre einfacher einzunehmen. Die sind aber auch mit Paravon... Also, die sind ja alle im militärischen verbündet. Ah. Freunde, was forschen wir da? Ist das wirklich sinnvoll mit Carcassonne? Ne, mit Carcassonne? Achso, mit Carcassonne ist der erst. Bordeaux wäre hier drüben, dann wäre erst Paravon. Wir machen mal Carcassonne, Freunde. Carcassonne ist das Problem, die sind hier... Die sind hier unten, wie viel? Die Bidaten Carcassonne? Zwei. Ja, die haben hier Brion. Ah, Brion und Boot Carcassonne. Ist gar kein Problem, Freunde. Ja, wir können auch hier unten das erstmal einnehmen und so... Das würde auch gehen, ist zwar nicht so toll, weil wir dann unsere Armeen so ein bisschen splitten müssten. Ich würde lieber gerne Bordeaux einnehmen und dann halt dieses Museum hier platt machen. Aber mal gucken, ich kann sein, dass Paravon, dass Bordeaux hier auch, also ich nenne es mal einfach Bordeaux, es heißt halt Bordeaux, ne? Ne, wie heißt es? Bordeaux, genau. Dass die halt hier, die Vampire hier platt machen. Also gut sind sie echt nicht, ne? Da können wir eigentlich da mal ein bisschen mitmachen. Wie sieht es eigentlich mit den Zwergen aus? Die, welche Stärke haben? Wir sind mit Stärke an 9, Chaos-Krieger ist mit Stärke an 4. Unsere Nachbarn sind so zwischen 20 und 25. Also nicht besonders stark. Die Norsker, die uns gerade da oben ankommen, sind Stärke an 11, sind also ein bisschen schlechter als wir. Das geht aber alles noch. Imperium übrigens 7, Freunde, habe ich gemeint, ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Marienburg hat übrigens gar keine Siedlung mehr, die sind also immer noch weg, eigentlich vom Fenster. Und die Stärksten sind die Waldelfen, deswegen müssen wir da aufpassen. Ja, Mosylon hat 18 und die Zwerge nehmen uns bei 27. So, jetzt die Frage, wir können ein Nicht-Angriffspakt mit denen machen. Lassen uns das natürlich so ein bisschen bezahlen. Ihr wisst ja, Nicht-Angriffspakt kostet bei uns 300. Handelsabkommen, super gerne. Oh, Handelsabkommen, da zahlen sie sogar mehr. Ja. Und eigentlich mehr will ich mit denen nicht machen, Freunde, mit Zwergen. Nicht Angriffspakt, Handelsabkommen, fertig. Ne? Jetzt machen wir 4000, das ist natürlich was. 4000 ist natürlich was, Freunde. Und hier haben wir den Hafen ja noch nicht mal hochentwickelt, wo wir ja noch mehr zusätzliche Ressourcen produzieren für den Handel.
Das läuft auf viele Fälle. Also in Helms Klamm bauen wir auf jeden Fall auch diesen Grazer da. Achso, genau. In Helms Klamm wollte ich ja nachgucken, ob wir hier irgendein spezielles Gebäude bauen können oder ob das, ob eigentlich der Hafen quasi das spezielle Gebäude ist. Ich glaube, der Hafen ist hier nur das spezielle Gebäude. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir könnten, noch eine Färberei bauen. Das werden wir auch auf jeden Fall machen, um hier ein bisschen mehr Geld zu machen. Wir müssten die Mauern bauen. Wir müssten auf jeden Fall die Kathedrale würde ich wahrscheinlich. Naja, die Kathedrale. Ja, um halt in die Region noch was ein bisschen was zu machen. Aber generell, weil wir hier im Norden natürlich Probleme haben, werden wir noch die Kathedrale bauen. Also Helms Klamm wird eher wirtschaftlich gesehen und halt Helms Klamm typisch, ne? Also wir werden dann eine Mauer bauen und uns da verschanzen können. Das war's eigentlich. Ja. Ist so ein bisschen die Frage, wann wir jetzt mit Eomer mal eine Armee aufbauen. Wir haben ja gerade in Silbrigmund alle Leute weggeschickt. Da müssen wir übrigens, achso, da könnten wir jetzt, da muss man natürlich überlegen, was wir in Silbrigmund noch bauen. Da gibt es in Silbrigmund irgendwelche speziellen Gebäude? Überhaupt nicht. Silbrigmund sieht für mich so aus, als ob die irgendwie eigentlich gar nichts drauf haben. Außer Zahnbelag. Das ist natürlich eine Sache. Da ist natürlich sowas wie die Kathedrale der Herren, ist okay. Was kann man da noch besser? Die Mägde können wir da bauen, ne? Das ist ein bisschen schade. Wo kann man denn nochmal die Paladine bauen? Das war in dieser königlichen Menagerie, ne? Aber die kommen auch nicht besser raus, die Paladine. Das nervt mich so ein bisschen, Freunde. Man kann zwar Paladine errichten, aber gibt es wirklich kein Gebäude? Ich guck mal. Gibt es kein Gebäude, was besagt, dass die Paladine irgendwie in verbesserter Form rauskommen? Irgendwie nicht, ne? Das hat auch nichts mit dem Paladin zu tun. Das ist klar. Das hat auch, hat das was mit dem Paladin zu tun? Auch überhaupt nichts mit dem Paladin zu tun. Nee, es gibt kein Gebäude bis jetzt, was irgendwie die Paladine pusht. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen schade. Okay. So, das heißt aber auch in Silbrigmond, Freunde, da können wir eine ganze Menge abreißen, damit auch eine ganze Menge Geld plus machen, weil wir werden hier nicht groß was bauen. Wir brauchen auch keine Waffenkammer in der Hinsicht. Also hier werden wir ein bisschen mehr auf Wirtschaft gehen. Wir müssen hier auf jeden Fall auch eine Mauer reinstellen, so ist ja nicht. Ja, 12 Verteidigung für Silbrigmond, das ist ja natürlich nicht so irgendwie das Wahre. Und dann werden wir mal gucken, da Silbrigmund ja auch, ich sag mal, eine Grenze zu Bordeaux dann hat, also zur Provinz Bordeaux, zu der Provinz Tiefwasser dann, zur Provinz Minas Tirith und ich guck mal auch zur Provinz Paravon. Wäre das hier vielleicht nicht schlecht, genau dieses Gebäude, was wir in Tiefwasser dann abreißen werden, nämlich das Bordell, lieber in Silbrigmund hinzubauen. Das könnten wir eigentlich abreißen, wenn wir das wollen. Das machen wir. Das reißen wir dann ab, wenn wir die Florenz mal fertig haben. Müssen wir ein bisschen aufs Geld auch aufpassen. Wir werden ja, wenn wir jetzt eine zweite Armee bauen, dann auch irgendwann nicht mehr so viel Geld machen. Aber das als Zukunftsmusik. Wir sind Runde 90, Freunde. Sind also schon ganz gut vorangekommen. Und jetzt läuft es ja eigentlich auch. Im Moment haben wir auch keine natürlichen Feinde groß. Also jedenfalls nichts, was uns da groß platt machen wird. Ich denke mal, dass wir nächste Runde dann auch, oder nicht nächste Runde, aber vielleicht nächste Folge, am Ende der Folge schon anfangen, dann die nächste Armee mit Eomer zu bauen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Bis denne.